gern gehört. Ich hätte es gern gehört, diese Melodie. Das hat auch meine große Liebe zur Musik dann geweckt. Sie können sich erinnern, wer so in den 70er, 80er Jahren so seine Jugend verlebt hat, da waren diese ganzen Musik- und Tanzfilme. So. Grease, Saturday Night Fever, Staying Alive. Dann, wir hatten dieser Film geheißen mit diesem Patrick Swayze, wie hat das geheißen? Ja, ich habe dann 17 Mal, glaube ich, gesehen. Dirty Dancing, danke. Dirty, du weißt nicht, das war was. He? Den haben wir dauernd angeschaut. Heute noch, wenn er redet, da sitzt er so große Augen, die Tränen drin haben wir. Das ist einfach so was Berührendes. Da haben wir gedacht, so möchte ich auch werden. Ich habe das auch mit meinem Bruder dann geübt. Nicht? Am Kipferl da hinten sind wir gestanden im Wasser und so gespringt. Der ist gesprungen, die Feuerwehr, 2,5 Stunden braucht, bis wir wieder so Schwamm rausgebrochen haben. Aber ich habe mir gedacht, nein, das ist so möchte ich auch. Ich bin dann zu Mama gegangen und gesagt, Mama, ich möchte Tänzer werden. So, ja, lernen wir raus, dass du überhaupt in den Tanzschuh guckst. Habe ich dann auch wirklich gemacht. Und ich habe mich eingeschrieben in der Tanzschule Hain in Bad. Das war die angesagteste Tanzschule. Jetzt ganz ehrlich, wer hat in der Tanzschule Hain seinen Tanzkurs gemacht? Na doch einige, oder? Und der Hain, muss ich sagen, das war nicht irgendein Tanzschule, wo du mit der zerrissenen Jeanshose hingegangen bist und mit T-Shirt. Nein. Da hat man ein bisschen Fashion, da dreht sich und sagt, geht ja gar nicht ein, lass ich den Tanz sagen. Und da bin ich meiner Mama schon schön ärgerlich, muss ich sagen. Also ich gucke da so College-Schuchen, das können Sie nicht erinnern, mit diesen Bindern drauf so. Einen indigo-blauen Schnürsen und dann so. Ein weißes Hemd mit so einem Kragen, gell? Und von Papa habe ich Krawatten gekriegt, weil ich selber keine gehabt. So eine braune mit einem Besli-Muster, das ist ungefähr so weit. Das war bis da runterziehen. Weil ich war doch eher kleinwüchsig war. Das haben wir dann so in die Hosen reingestrickt, das ist schon irgendwie gegangen, es hat dann gut ausgeschaut. Ja, und ich war ganz aufgeregt. Die Oma hat zu mir gesagt, in der Tanzschule, da lernst du die erste Freundin kennen. Und für mich war das sehr wichtig, weil bevor ich doch keine Freundinnen gehabt, durch das, dass das mit Zwirn vernaht war, hat sie das immer so angehucht, wenn ich eine Erektion gehabt habe, wir haben eine Ukulele-Stunde. Ja. Das war dann auch kurz wieder. Hat aber sie dann eher ein bisschen gedehnt. Hat sie dann aber eh gedehnt. Und dann war es wirklich so, dass ich so aufgeregt war auf diesen Tanzschulabend, auf den ersten, dass ich schon 1,5 Stunden vorher mit meinem Rau bei der Tanzschule heim war und gehört habe. Und oh, das haben wir so vorgestellt. Ich habe ja gewusst, in der Tanzschule gibt es einen Überschuss an Mädeln. Und ich habe gedacht, na, die werden sie raufen mit den Hosen. Die werden nicht. Ne? Was ich nicht bedacht habe, war, dass ich mir einen Bärchenkurs eingeschrieben habe. Ich war der Einzige ohne Tanzpartnerin in dieser Tanzschule, das war aber kein Problem. Die haben für solche Fälle, Sie kennen das vielleicht, also der Bürgermeister kennt sicher, das sind so lebensgroße Stoffpuppen, die haben auf die Füße so Schlaufen, wo man so einschlafen kann, ja, so wie von Pferdekot schlafen, und mit den Jungs dann. Nicht? Ja, und da bin ich halt das ganze Jahr, habe ich dort die ganzen lateinamerikanischen Tänze. Wir sind uns schon näher gekommen. Nicht? Es ist nicht wirklich was Ernsthaftes. Aber nach einem Jahr hat dann der Tanzlehrer gesagt, also, jetzt bist du zu weit genug, hat er gesagt, jetzt raus mit dir in die freie Wildbahn. Und dann habe ich mir gedacht, so, das alles, was ich gelernt habe, jetzt ist es soweit, bin ich auf die angesagteste Tanzveranstaltung gegangen, die es damals gegeben hat, das war der Feuerwehrball in Gavern. Da bin ich dann rauf, aber wieder mit der Anzermanier gesagt, also wieder College-Jucker, Indigo-Blau, Schnitzel am Tanzen, weißes Hemd, frisch gebügelt und gewachst. Die Krawatten vom Papa wieder eingestopft in die Hosen. Schönen Seitenscheitel finden. Und dann bin ich da rauf. Ja. Dann war mein Lieber, da bin ich gestanden von einem. Bis um 3 in der Früh, neben der Tanzfläche und gehört bis endlich eine Tanz mit mir. Aber ich habe dann ein Kind gehabt. Früher war es aber so bei den Bällen, dass dann erstens Menschen noch hingegangen und zweitens sind die blieben bis hell geworden. Ja, das war da. Heute ist ja das anders. Nicht? Da gingen sie, essen und Schnitzel, warten auf die Tombola, gingen heim. Damals war das noch so. Also da sind die Leute sowieso lang gebildet, da waren da ganz viele Leute. Und irgendwann habe ich so ein Kind gehabt, wie ich so gestanden bin, in der Tanzfläche, so geklickt habe mit der Musik. Irgendwann ist eine Blut zu fett von der Bar aufgekommen. Und magst du tanzen? Ja, wurscht, geht schon. Wow. Super, gehe nur vor aufs Klo. Gell? Bin ich noch vorher in den Lug gegangen, weil ich so aufgeregt war. Und dann sind wir auf die Tanzfläche. Wir sind mit Arten genommen. Die Band hat dann zum Spielen angefangen. Es war einfach so, Liebe steht. Und auf einmal, Sie müssen sich ja vorstellen, dieses Disco-Licht, was auf einmal rund um uns diesen Glitzerreifen über ganz Genfer geworfen hat. Wir haben dort die Tanzfläche für uns alleine gehabt, wir sind da drüber geblickt und ich habe schon langsam gemerkt, wie die anderen Tanzpaare einen Kreis um uns machen und uns zuschauen. Ich habe dort getanzt, genau 5 Minuten 24, weil so lang dauert nämlich das Lied. Und ich habe gewusst, jetzt hält Geinfahren den Atem an. Wie die Band fertig war mit dem Lied, hat sie mir einen ganz tiefen Blick geschenkt. Die Leute rundherum sind atemlos gestanden. Und sie hat gesagt, Burle, jetzt war's auch.
Das erste ist, wenn du vor dem Tanzen schon aufs Häusl gehst, mach dann noch das Hosentier wieder zu, die hängt die Krawatte aus. Ja? Und das zweite ist, du kannst jetzt wieder aus meinen Sandaletten ausstützen, weil du nicht. Da wird der Fuß drauf, für mich ist das Leben kein Conny.